Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Risen. Die letzte Aufnahme ging leider ein bisschen spontan zu Ende. Ich guck mal, dass ich direkt nach dieser kurzen Folge noch eine Folge raushaue, wenn ich das im Februar noch weiß. Ja, nee, die letzte Folge war ein bisschen kürzer, weil ich noch einen spontanen Anruf bekommen habe, wie ihr mitbekommen habt. Und deswegen wollte ich da gerade nicht mehr. Moment, erstmal was trinken. Wir waren hier gerade im Kampf gegen einen, den man nicht mal sieht. Na, jedenfalls ist er weg. So, den listigen Gnome muss ich bekämpfen. Ja! 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 Ich wollte einfach mal versuchen, ob das mit dem Stabkampf auch möglich ist, aber es sieht nicht so aus. Echt? Können die mich nicht? Ernsthaft? Die treffen mich mit irgendwelchem Brot. Okay, ich nehme Schwert und Schild. Ich bin ja fast so weit zu sagen, ja, dann esse ich halt ein paar Äpfel und kriege ein bisschen Stärke, damit ich dieses blöde Schwert endlich tragen kann. Das einfach mal machen. Ich meine, wie viel... Pass auf, ich kann ja gleich nochmal laden. Ich esse jetzt einfach ein paar Äpfel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Stärke auf 8 Äpfel, auf 10 bestimmt. Das heißt, ich würde 5 Stärke dazu bekommen. Das lohnt ja gar nicht. Also schon, aber nee, komm, ich lad nochmal. Wir machen das anders. Ich werde die Äpfel später verputzen. 10 Äpfel geben mir eine Stärke, okay. Na, dann werde ich eben wieder Schwert und Schild tragen. Und Lebensenergie ist in Ordnung. Stabkampf freue ich gerade nicht. Habe ich noch was mit Schwertkampf oder so? Stärke. Armbrustschleichen, das brauche ich alles gerade nicht. Jetzt habe ich F5 gedrückt. F5 zum Speichern? Das war ein anderes Spiel. Ja, komm mal her. Was soll denn das hier werden, ha? Au. Au, 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 au. Ich will doch nur mal. Na also. Oh, wow. Ich werde hier doch bestimmt drauf gehen, wenn der nur noch ein Stück von Leben hat. Okay, falls gefährliche Monster sind passé. Gut, das waren seine Monster. Ach Gottes Willen. Dann erstmal ein bisschen was essen. Dann seine Monster. Und dann muss ich noch die Ruine machen. Ich muss in diese Ruine rein. Ich muss diese Panzergrille kaputt machen. Ich könnte mal wieder ein bisschen Fleisch braten, oder? Ich lasse das jetzt mal so. Halt! Reise los.
Noch so ein komischer Flänzchen. Tata. Oh. Mana. Nehmen wir mit. Speichern. Okay, da unten war ich. Da hinten muss ich hin. Ich werde erstmal Paul berichten, dass die Monster weg sind. Vielleicht bekomme ich ja irgendeinen... Wow, du hast die Monster besiegt. Hier, nimm doch meinen Excalibur. Ja, man wird ja noch träumen dürfen, oder? Das braucht nur 2 Stärke und macht 1000 Schaden. Deine Monster sind erledigt. Wirklich? Du hast gegen diese Schrecklichen... Du hast dich ihnen gestellt? Ich trinke mal ein Schlückchen. Gnome. Es war eine Bande von kleinen Gnomen. Oha. Gnome? Bist du sicher? Ich meine... Danke. Schon gut. Hör mal. Es ist vielleicht besser, wenn wir das nicht an die große Glocke hängen. Waren ja nur ein paar Gnome, oder? Richtig. Schon gut. Danke. Ich habe hier auch noch ein paar Münzen für dich. Naja, immerhin. Ich wollte gerade mal gucken. Sieht aus, als gäbe es hier noch irgendwas Interessantes. Nö. Okay, jetzt muss ich noch in diese Ruine rein. Allein die Panzergrille würde mich stören. Hier bin ich noch nicht richtig. Ups. Moin Jungs, ist mal eben durch. Ich schätze nicht, dass ich die groß treffen werde. Ich kenne dein Angriffsmuster noch gar nicht. Ich mag euch Viecher nicht. Ich könnte ja auch zu Paul rennen. Moment. Ich muss gerade mal ein bisschen heilen. Warte mal. Ah. Ja, komm. Ja, fein. Super ist das gemacht. Au. Ah, ich hab doch geschützt. Mach halt nur Kriegsschaden. Ja, sicher. Ach, Mist. Ah.
Mann! Ja, leck mich doch. Mist. Mir wird zu viel Leben gekostet. Viel zu viele Tränke, viel mehr. Gespeichert habe ich. Ist eine Kiste. Ja, dann. Was ist denn das? Kleiner Rubin. Oh. Okay. Ich will hier eigentlich noch gar nicht rein. Ich sollte vielleicht nicht. Er bohrt in der Nase. Solange es nur Gnome sind, mag das ja gehen. Oh, da ist noch einer. Hallo? Noch mehr? Ja, fein, komm mal ran. Was macht der da? Der hat mich irritiert mit seiner Nase. Ich fand die so süß. So. Ich speichere nochmal. Okay. Links oder rechts? Ich nehme den dunklen Weg. Ein Loch. Geil. Bin ich jetzt tot? Ich bin tot. Was? Ich bin tot. Häufiges Speichern ist sinnvoll. Ja. Das finde ich auch. Okay, pass auf, dann springe ich einfach mal drüber oder muss ich hier levitieren? Tiefe Gewässer sind tödlich. Ja, auch das ist mir schon zu Ohren gekommen. Vielleicht kann ich hier irgendwo einen Hebel hebeln und einen Schalter auslösen, um die Falle zu deaktivieren. Übrigens, wenn ich wieder angerufen werden sollte, ist das genauso spontan wie letztes Mal, dass ich dann einfach die Folge beende. Es kann passieren, muss nicht passieren, wird wahrscheinlich passieren. Also, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Falle mit Falldingern, Stacheln, die hochkommen. Und auf der Seite... Ach, da! Auf dem Boden. Okay, aber ich habe hier nirgendwo... Beere? Ich könnte hier auf jeden Fall rüberfliegen. Ich könnte hier rüberfliegen. Ich versuche es erstmal mit Springen. Ich brauche Nautilus-Zauber. Ich habe nur noch zwei. Naja, kommt der Wind. Ah.
Na, na, na. Na, na, na. Ja. Hör mal auf damit. Ja. Jetzt nicht schon wieder. Ich glaube, auch wenn du auf der anderen Seite stehst, bringt es das nicht viel. Sehr gut. Wer ist das? Nathan. Fläschchen, Pilz und Feuerkristall. Schwere Truhe. Geld. Und zwei Perlen. Oh, cool. Ist hier irgendwo ein Hebel, dass ich das deaktivieren kann, das Ding? Das Sichel. Oder muss ich rüber eilen? Okay, ich heb's wieder auf. Okay. Feuerkristall habe ich geholt. Das heißt, ich könnte zurück zu Meister Dann fehlt nur noch Abrax. Bis auf Abrax hätte ich denn den Bonus, den Willen jeder Meister, alle. Ah, das kann ich ja nicht ausdrücken. Ich hätte die Sache für jeden Meister erfüllt. So. Ich wollte ja noch die Kisten zurückbringen, ne? Dann würde ich sagen, bringen wir die Kisten zurück, bringen den Feuerkristall und lernen dann noch einen Zauber hoffentlich. Zwei Runen haben wir ja schon. Levitation, nee, drei. Lichtzauber, Levitation und große Heilung. Ich muss nachdenken. Ja, dann mach mal. Wo finde ich denn diesen Invictus? Ich suche Invictus. Oder Invicatus Ignatius. Invictus, unbesiegbar. Jetzt nicht. Mhm. Wolltest du was? Ja. Ich habe mit Severin gesprochen. Und? Severin will weitere Kisten in die Vulkanfestung schicken. Gut, dann kann ich hier weitermachen. Ich habe die Artefakte von Severin bekommen. Die Artefakte? Sehr schön. Hm. Was ist denn das? Diese Scheibe sieht merkwürdig aus. Hm. Das dürfte Mendoza interessieren. Was dich angeht, du hast gute Arbeit geleistet. Und mir dafür eine Belohnung verdient? Meinetwegen kannst du eines unserer Artefakte bekommen. Aber nur eins. Kleiner Rubin, Ring des Stabkämpfers, eine Spruchrolle Berserker. Den Ring des Stabkämpfers... glaube ich, den Rubin. Gib mir einen Rubin. Nutze ihn weise. Mal gucken. Berserker wusste ich jetzt nichts mit anzufangen. Deswegen habe ich das andere genommen. Gibt's was Wichtiges? Das ist sicher so eine Art, alle Monster werden wild und kämpfen sich gegenseitig oder sowas. Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Ich habe nicht daran gezweifelt. Wenn du soweit bist, werden wir mit dem Studium der Kristallmagie beginnen. Ja, hau rein. Und wenn deine anderen Prüfungen erledigt sind, werden wir dich in den Bund der Magier aufnehmen. Ich habe Meister Cyrus die Artefakte gebracht. Diese Artefakte waren sehr wichtig für uns. Damit hast du dir unser Vertrauen verdient. Das Rätsel von Meister Vitus habe ich gelöst. Seine seltsamen Prüfungen sind zwar umstritten, aber anscheinend hat es ja geklappt. Ja. Meister Illuma hat mich das Schreiben der Spruchrollen gelehrt. Eine Kunst, die dein Leben retten kann. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Klar. Meister Pallas hat mir gar keine Prüfung gestellt. Gut, dann wird er das auch nicht mehr tun. Betrachten wir das als erledigt. Ich will jetzt nicht gestört werden. Dann werde ich nochmal mit Abrax reden müssen. Gibt's was? Mittagessen. Nee, da muss ich nicht lang. Wie komme ich denn nochmal zum Abrax? Abrax, Kadabrax. Hier sollte ich vielleicht ohne Ring nicht runterspringen. Lebensenergie, die ich auch haben. So.
Muss ich jetzt nochmal mit Mendoza reden? Mendoza, wo ist der Designer Mendoza? Jetzt! Was ist? Ich glaube, das ist nicht richtig, dass er da steht. Egal wie du mich prüfst, ich werde bestehen. Du willst mir wohl imponieren. Also gut. Da du noch keine allzu umfassende Ausbildung hast, werde ich dir eine weltliche, wenn auch gefährliche Aufgabe stellen. Ja, bitte. Ich habe 2 Novizen losgeschickt, um mir Pflanzen zu bringen. Bisher sind sie nicht wiedergekommen. Finde sie und bringe mir die Pflanzen. Gut. Das ist deine Prüfung. Hier, deine Pflanzen. Hier sind deine Pflanzen. Oh ja, das ging ja schnell. Du hast deine Aufgabe vorbildlich gelöst und daher meine Prüfung bestanden. Hä? Ich hoffe, du nimmst das als Ansporn, noch mehr zu lernen und dich stetig zu verbessern. Ich hab doch noch keins gemacht. Danke, Meister. Was ist mit den Novizen? Darum kümmere ich mich noch. Mach das. Wenigstens habe ich schon mal die Pflanzen. Ach so. Sakura und wie ist der andere? So, Aufgabe ist erledigt. Na komm, dann können wir nochmal zu Sakura gehen. Ich glaube, der hieß Sakura und Barry oder so. Ich versuch's einmal und wenn ich es nicht schaffe, dann versuche ich den Auftrag erstmal zu erledigen. Mit den Prüfungen der Meister. Ich muss auch bald wieder Aufnahmen beenden, sehe ich gerade. So ein bisschen Eile wäre manchmal schön, ne? So ein Geschwindigkeitsdrang. Kann ich mir zwar selber bauen, aber... Aber will ich das denn? Ich weiß es noch nicht. Ich werde erstmal mit einem der Bauern reden. Das muss einer der Novizen sein, die etwas mit der Sache hier zu tun haben. Leider hat er mir so wenig Informationen gegeben. Aber ich weiß zum Glück noch, um was es sich handelt. Nee? Mach was anderes! Ja, Entschuldigung. Probleme haben wir alle. Das habe ich gesehen an dir. Lass dich nicht aufhalten. Hast du keinen anderen, den du... Ich kann jetzt nicht. Prüfung der Meister nur noch? Ach. Ich dachte, ich muss hier noch den Toten finden. Das dauert jetzt schon zu lange. Ja, das finde ich mich auch. Ich könnte jetzt aufheben, aber ich lade gerade mal, weil ich eben noch oben in der Festung war. Dann, wenn das so ist, kann ich ja die Prüfung der Meister jetzt abschließen. So. Ich hoffe nur, dass der Mendoza mir nicht einen Strick daraus dreht und ich ihn gleich aufsuchen soll und er erzählt mir dann nichts oder irgendwie so. Das wäre natürlich doof. Dann steht er nachher tatsächlich immer da unten. Meister Abrax ist mit mir zufrieden. Gut. Ich denke, ich habe alle Prüfungen geschafft. Ja. Ja, das denke ich auch. Du bist jetzt bereit für deine Aufnahme. Wir müssen die notwendigen Vorbereitungen treffen. Was sind das für Vorbereitungen? Du kannst nur aufgenommen werden, wenn du eine Waffe des Bundes trägst. Hä? Dein Novizenstab ist nicht länger angemessen. Lass dir von Carlsen einen Magierstab geben. Okay. Ich werde in der Zeit die Magier versammeln. Wir treffen uns dann wieder hier und ich werde dich in die heilige Halle begleiten. Was erwartet mich bei der Aufnahme? Der Inquisitor wird dir einige Fragen stellen, aber keine Sorge, es ist keine weitere Prüfung. Antworte einfach nach deinem Gefühl. Anschließend wirst du dem Bund der heiligen Flamme Treue schwören. Und das ist alles? Das ist alles. Keine Sorge, ich werde dich nicht aufhalten. Okay, das werden wir dann beim nächsten Mal machen, würde ich sagen. Eine Würgewaffe. Ja gut, die kann ich mir noch eben holen. Und dann, beim nächsten Mal dann, werden wir Magier. Endlich. Moin. Meister Ignatius schickt mich. Ich soll mir eine würdige Waffe abholen. Hey, du hast es geschafft. Eine würdige Waffe bedeutet, dass du ab sofort dabei bist. Tja.
gratuliere. Warte, hier ist dein Stab. Tja, dann danke. Kampfstab. Dank mir nicht zu früh. Wer weiß, was sie jetzt mit dir anstellen. Ist das was Ordentliches? Kann ich das benutzen? Ach so. Brauch 26 Stärke. Ich hab nicht so viel Stärke. Ich habe jetzt tatsächlich das meiste geschafft, ohne einmal Stärke zu skillen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Da bist du wieder. Und? Bist du bereit für die Aufnahme? Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage erstmal tschüss, bis dahin. Ha, das war jetzt gemein. Ciao.